So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Rise of a Tomb Raider. So, okay, gut, Moment. Ich bin da schon dran vorbei. Ich glaube, das war ein Kopftreffer. Ja, war es auch. Nehmen wir das Sägewerk wieder in unserem Besitz. Wieso kann ich ihn den nicht würgen oder sowas? Aber weißt du was? Gescheißen. Das war's? Da waren drei ganze Leute drinnen. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Oh, Moment. Versteckt sich noch. Da liegt was. Ach so, die Dose. Weg mit der Dose. Was haben wir hier? Ah, ein bisschen Ressourcen. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Blut. Sie ist verletzt. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Mission annehmen? Der Tempel der Hexe. Okay. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Okay, östlich von hier. Es kommt immer darauf an, wie man das östlich hier sieht. Das könnte in der Richtung sein oder in der Richtung sein. Okay, Moment. Vielleicht wird es auch so angezeigt. Ja, hier oben. Suche nach Großvater. Soll ich das gleich machen? Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, oder? Ich wollte aber darunter vorher noch gehen. Gehen wir noch vorher darunter. Nämlich der hat ja auch noch eine Mission für mich. Aua. Ja, warum nicht? Mach mal alles, was wir machen können. Ich habe gesagt, ich mache alles, was wir machen können. Aber wie gesagt, ich glaube, das Violette oder das Pinke halt, ich glaube, das ist ein DLC. Ich glaube es. Sie sind zurück. Gut. Dann können Sie uns helfen. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie... Ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Naja, wir probieren, was wir können, oder? Wir probieren, was wir können. Schauen wir nochmal ganz kurz. Öl. Dokumente. Hier wäre das. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht mit einer Schnellreise hier irgendwo retour? Kann das möglich sein? Ich glaube, ich brauche eine Schnellreise. Ah, die ist ja gleich da. Passt. Mal schauen, ob sie irgendetwas redet.
Nein, aber wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt, das ist gut. Gehen wir mal auf Überlebender. Was kann man da machen? Schnellere Herstellung von Wurfobjekten, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Pistolenkugel, Munition können wir da herstellen, aber das interessiert mich auch nicht. Abrissexperte. Fortschrittliche Technik verleiht allen hergestellten Handobjekten eine größere... Oh, das ist gut. Ein Detonationsradius wird dadurch erhöht. Das ist nicht schlecht. Augen für Details. Finden Sie mehr Überlebensinstinkt leichter Herausforderungsobjekte. Das ist auf jeden Fall mal gekauft. So, jetzt machen wir die Schnellreise. Und zwar hierher. Ich glaube hierher. Na, wir gehen weiter runter. Wir gehen nochmal da ganz runter und laufen nochmal alles komplett durch die Sowjetanlage durch. Mal schauen, ob ich da irgendwie hinkomme zu diesen, ja, Pechvögeln, wie er sie halt nennt. Mal schauen. Aber jetzt müssen wir mal warten, bis das wieder fertig geladen hat. Das dauert wieder 3 Jahre. In der Zwischenzeit frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Na, bis Weihnachten haben wir noch ein bisschen Zeit. Heute ist ja der 18. 6 Tage noch bis Weihnachten. Nicht schlecht. Und das Jahr ist dann auch wieder bald vorbei. War ein gutes Jahr, hab viele Let's Plays aufgenommen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Okay, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich bin zu weit nach hinten gegangen. Viel zu weit. Viel zu weit. Was? Anlageausblick. Ich bin ganz am Anfang bin ich gereist. Ja, kann passieren, oder? Anlageausblick. Hier. So, 3 Jahre wieder später. Ich freue mich schon auch auf den Film von Tomb Raider. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Der mit der, wie heißt die? Die Schauspielerin? Den ersten Tomb Raider Filmen mitgespielt hat. Ich glaube, es waren 2. Sie kommt auch vor bei Korn, Did My Time. Das war, glaube ich, auch das Lied für Tomb Raider. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die war nämlich nicht so gut. Angelina Jolie, genau. Angelina Jolie heißt die. Aber die Filme waren... Na, die waren nicht gut, finde ich. Aber ich glaube, der könnte schon ein bisschen mehr was daher bringen. Ah, schaut's mal. Wir haben neue Gegner hier. Waren das nur 3? Die habe ich schnell ausgeschalten. Na, sie bleibt in der Deckung. Nimm mit, was geht, Mädchen. Ich hätte gern mehr Münzen. Ich hätte gern mehr Münzen, dass ich mir die Shotgun kaufen kann. Das wäre cool. Werde ich nass, wenn ich da drunter stehe? Nein. Das geht einfach durch mich durch. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Das kann ich nicht markieren. Ich kann es nicht markieren. Wie komme ich da rüber?
Wahrscheinlich muss ich da oben auch noch abseilen. Also mich abseilen. Nicht einen abseilen, sondern mich abseilen. Ja, ja, halt dich fest. Und wieder darüber. Du kennst dich ja eh schon aus, oder? So. Wenn ich darüber gehe, müsste ich eigentlich hinkommen, oder? Wir werden es gleich sehen. So, dahin möchte man. Kann ich nicht markieren. Wieso kann ich das nicht markieren? Von was für einer Seite müsste ich da kommen, damit ich diese Mission machen kann? Schon wieder die Ratten. Süße kleine Viecher. Ich mag sie. So, sind hier drinnen auch wieder Gegner? Nein. Vielleicht von hier jetzt? Nein. Wie komme ich dort rüber? So, mach das mal kaputt. Auf die Schnellreise pfeife ich. Nämlich, wenn ich mich da drüben jetzt abseil, bin ich eh wieder dort, wo ich vorher war. So, wir brauchen jede Blätter, wir brauchen auch Beeren, damit wir uns wieder heilen können. Ich habe ziemlich viel von dem Dreck rausgehaut. Ich glaube, ich habe mich auch verskillt ein bisschen. So, zack. Jetzt bin ich wieder da. Und ich kann es trotzdem nicht anwählen. Wie komme ich da drüber? Das ist ja alles da abgezäunt. Es gibt ja keinen Weg darüber, oder? Wenn ich da unten jetzt da rechts lang laufe, komme ich ja zum sowjetischen Lager auch, oder? Genau, da laufen wir einfach so entlang. Gibt's da irgendwas? Da ist ein Seil gespannt. Da. Da ist ein Seil gespannt, was mich da runterbringt. Ist die Frage nur, wie komme ich da rauf? Zu dem Seil. Ah, hier. Moment, ich schau noch mal ganz kurz, aber es sollte eigentlich... Ja, okay. Perfekt. Ja, jetzt bist du in einem Fehler drinnen, gell? Hahaha, cool. So, jetzt da, passt. Ich wollte mich jetzt nicht fallen lassen, nämlich ich glaube, wenn Lara schwimmen geht, wird sie das, glaube ich, nicht überleben. Okay. Was zum Looten wieder. Holen wir zuerst die Pechvögel, würde ich sagen. Nämlich jetzt sind wir ja schon da. Wieso zittert sie so? Das muss ich irgendwie verbessern. Das nervt ein bisschen. Irgendwie, dass ich... weniger zitter mit dem Bogen, nämlich das ist schon brutal. So, und da hinten wäre es. Dann hier. Was hat er jetzt gesagt? Sanitäter? Ja, sie zittert extrem. Schaut euch das an, wie der Punkt hin und her wackelt. Ist nicht normal. Da waren ganze zwei Leute. Wollt ihr mich verarschen?
Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da ist einer. Ich nehme mal deinen Rucksack da, ja? Damit ich mehr Erfahrungspunkte krieg. Ach so, der ist tot. Sonst gibt's hier draußen nichts. Hier durch? Gehen wir mal oben lang. Alter, da war ich doch gerade! Alter, da war ich doch gerade! Alter, wollt ihr mich verarschen? Kann ich auch wieder zurück? Ja, kann ich. Gut. Aber wie komme ich... Was? Es ist unter mir. Da kann ich aber nicht durch. Da kann ich auch nicht rauf. Da kann ich auch nicht rauf. Eine Taschenlampe wäre jetzt schon geil. Ich verstehe den... Ah! Da schlaft einer. Kann ich den auch massakrieren? Komm, 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 erwürg den Typen. Das war's. Da drinnen sind die Typen, die ich rauslassen muss. Aber sonst gibt's nichts. Es gibt nichts zum Einsammeln hier. Na Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgegangen. Sonst wäre ich gleich nochmal in den Kreis gelaufen, ha? Psst, hey, hier drüben. Ist okay. Ich werde sie herausholen. So, losbinden. Nein, nicht nötig. Ah. Deckung bleiben und weiter. Wir verdanken Ihnen unser Leben. So, wir müssen nochmal zurückkehren. Das machen wir auch natürlich noch in dem Part. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir kennen dieses Land, aber wir sind jedes Jahr weniger. Ein Glück, dass Sie zu uns halten. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Kein Problem. So, wie komme ich jetzt noch einmal hier zurück? Hier nicht. Hier. Ich hab wirklich von hier rein müssen. Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Okay, gut. Ja, aber. Ach, reg dich nicht so auf. Alles ist cool. Moment. Wo kann ich da eine ballern? Damit ich mich da gleich abseil, hier. Noch eine Lootbox, sehr gut. So, dann gehen wir zurück zu den Typen und sagen ihm, ey, Alter, ich habe deine zwei Leute da rausgeholt.
Dafür kriegen wir noch einmal. Ah, verdammt. Aber Fell ist auch gut. Warum nicht? Fell ist ja auch nicht schlecht. Aber ich hätte trotzdem gern die Münzen, damit ich mir die Shotgun kaufen kann. Oh, das passt schon. Da können wir eh runter. Das war eine kurze Nebenmission. Ich habe zwar lange gesucht. Ich habe wirklich lange gesucht, aber ja. Was soll's? Wir haben es ja trotzdem geschafft. So, hopp-di-hopp. Und Christi. Sie gefunden? Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Credits verdient. Was bringen wir die? So, das können wir auch gleich mitnehmen. Warum nicht? Wir brauchen eh ein bisschen Fell. Was? Verbündete in der Nähe. Optionale Mission verfügbar. Alter, was geht denn ab? Da sind urviele Gegenstände, die man einsammeln kann. So viel Zeit will ich aber da nicht rein investieren. Truhe. Die hätte ich gerne. Dies. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Hey. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Der hat auch eine Mission für mich, okay? Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, klar. Ja, natürlich. Bleiben sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit ihnen. Mit was hat er recht? So, hier wäre dann die Höhle. Die soll ich räumen. Okay, gut, das geht ja ziemlich schnell, glaube ich. Dann machen wir das halt zuerst. Ah, komm jetzt. Na. So, Wolfshöhle. Wolfshöhle räumen. Wölfe? Keine Wölfe da? Die habe ich ja schon einmal geräumt, oder? Aber ich räume sie immer wieder gerne aus. Kann ich da noch was plündern? Nein. Wölfe? Nehmen wir mal lieber die Schnellfeuerwaffe. Die habe ich ja schon einmal geräumt. Genau, da hinten war das. Alter, das Viech kommt von der Seite. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Alter! Heil dich. Okay, Gefährten sagen. Gut, mache ich dann gleich. Zuerst tun wir noch alles looten, natürlich. Endlich kriegen wir mal Fell. Okay, das kann ich nicht looten. Erze kann ich auch nicht mehr looten. Aber ich war schon mal hier drinnen. Ich kann keine Fälle mehr tragen. Das ist ja sehr, sehr gut.
Dafür brauchen wir wieder dieses Brennscheißding, genauso wie für hier. Genauso wie für hier. Gut, ansonsten glaube ich, gibt es hier drinnen nichts mehr. Ja, das ist halt schade, dass ich den Wolf nicht mitnehmen kann. Das heißt, wir setzen uns auch noch ans Lagerfeuer. Wir sagen jetzt den Typen, hey du, wir haben dir die Höhle geräumt. Und setzen uns ans Lagerfeuer und im nächsten Part machen wir dann dieses rosane, violette, keine Ahnung. Diese Mission hier. Achso, ja, das wollte ich auch noch holen. Das ist schon wieder da oben. Alles, was ich mache, ist da oben. Das ist ja unglaublich, wie oft ich da schon oben war. Das ist ja nicht normal, oder? Na, bleib oben. Oder geh runter, ist mir wurscht. Alter, was ich alles machen will in einem Part. Wir haben schon wieder 26 Minuten. Aber dafür haben wir, ja, einiges geschafft. Aber da immer hin und her? Bin ich da jetzt richtig? Ja, wir müssen da wirklich rauf. Alter, Vater. Dann müssen wir wieder runter, ihm das sagen und dann... Oh. Aber ihm das sagen, das können wir auch im nächsten Part machen. Das ist dann jetzt nicht so schlimm. So, jetzt ist er da wieder rechts rauf. Ich hoffe, dass ich jetzt noch richtig bin. Jetzt wird es mir anzeigen, dass es unter mir ist. Was? Spring da runter. Ah. Ah, da komme ich noch gar nicht rein. Na, passt. Wenigstens haben wir es schnell herausgefunden. Sonst wäre ich jetzt da alles komplett da nochmal raufgeklettert. Naja. Ich glaube immer, das ist was zum Einsammeln. Was ist das überhaupt? Gut, das bringt sich nichts. So, wo war der Typ? Genau, rechts von uns. Da liegt er irgendwo im Schnee. Jupp. Haben Sie die Höhle geräumt? Jupp, ist sie. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolenvisier. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind Schusswaffen. Ausrüstungen, die Waffen und Fähigkeiten verändern und die Schusswaffen. Guter Samariter. Tipps bekommen einen Aufsatz, sobald... Okay, gut. Dankeschön. Geht er da jetzt wirklich hin? Soll ich ihn jetzt folgen? Ich glaube schon, dass der darauf geht. Okay, Moment. Papapapapap. Wir machen... What the fuck? Ich komme zu nichts. Zu nichts komme ich. Was willst du jetzt schon wieder von mir? Das schauen wir uns aber im nächsten Part an. Lara, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Meine Talente? Meine Talente brauchst du? Mit diesen Worten vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.